Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Genau, Platzwahl hat der Balinger SC gewonnen. Stößt jetzt an. Busian hebt da die Hand, signalisiert, welche Idee er hat. Und er kommt nicht schlecht rein. Und da ist Cvetkovic per Kopf. Und er hat nicht viel gefehlt. Hier aber mit dem Fehlpass. Den kann sich Yannick Gebra holen. Über Dominik Kintscher, feiner Pass auf Munir Busian, der geht Busian, jetzt allein auf den Busian, im letzten Moment geblockt, Nachschusschance vertändelt. Flanke in die Mitte, kommt ein bisschen zu kurz, zweiter Ball landet aber bei Dominik Kintscher, der versucht direkt, der wird abgefälscht und deswegen muss Geng dahin und klärt zum zweiten Eckball für den SOE. Was für eine Glanztat da von Robin Garnier. Im letzten Moment noch den Ball weggegrätscht. Ja, der kommt nicht schlecht. Und da ist das 1:0 aus dem Nichts durch Ilber Lukay. Und dieser ruhende Ball wurde richtig gut reingeschlagen. Aber gut gemacht da von Debra, auch wenn sein Ball Kintscher nicht findet. Hasan Pipic mit der Flanke, da kommt Santiago Fischer ran und trifft zum, macht das 2:0. Ja, und das ist natürlich höchstmöglich bitter. Laurin Toast auf Yannick Heringer, jetzt ein guter Ball auf Hasan Murat. Na, Debra nicht schnell genug und was für eine Glanztat von Niklas Heger. Das wäre fast die Kopie vom 2:0 geworden. Ja, die Gäste sind da einfach brandgefährlich. Der war eigentlich adressiert auf Jan Brandscheid. Jetzt Santiago Fischer gegen Simon Maurer, der setzt sich aber durch. Das da ist lächerlich, Ali. Das ist lächerlich. Da war er meines Erachtens ganz klar am Ball. Müsste ich mich schwer vertun. Ja, und den lässt er sich nicht nehmen. Yannick Heringer. Und klar, das Geschenk, und das muss man leider wirklich als solches bezeichnen, nimmst du natürlich an. Gut durchgemacht von Bösen. Schöner Ball in den Lauf von Kintscher. Der sieht in der Mitte Omosanya. Der Ball geht an Freund und Feind vorbei. Und kriegen sie ihn irgendwie ins Leder? Ja, so ist es. Anschlusstreffer. Morris Busch. In der 79. Spielminute. Und da war ganz viel Wut drin und viel Verwirrung im 16er der Gäste aus Balingen. Und das da war wirklich nur der Wille, mehr war es nicht. Ja, gut aufgepasst. Ja, und das da, also so langsam, also erstens finde ich es gut, dass er jetzt mal was sieht, der Schiedsrichter, und es gibt die rote Karte gegen den eingewechselten Jonas Siegert, ist dann aber die 19. Aber was wäre das, wenn man hier in der regulären Spielzeit tatsächlich noch ein weiteres Tor schaffen würde? Nochmal rausgelegt, nochmal die Flanke, die kommt nicht verkehrt. Und knapp vorbei. Und das war die Riesenmöglichkeit. Und da liegt jetzt Marvin Geng.
aber der ist nicht angegangen worden. Fünf Minuten, jetzt nochmal oben drauf. Rumasanya macht den Ball nochmal scharf. Maurer Gänge ist da. Maurer spielt jetzt auch quasi fast hängende Spitze. Abstoß jetzt von Marvin Gang. Und genau so ist es auch. Also Eintracht Trier verliert auch das zweite Heimspiel im Jahr 2023 gegen den Balinger SC. Ja, Ali, wenn ich mir die letzten Minuten...